Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Skripten mit Bash. Heute geht's um If-Verzweigung. If-Verzweigungen sind cool, weil ihr damit sozusagen Code ausführen könnt, der nicht immer ausgeführt wird, sondern nur, wenn eine bestimmte Bedingung wahr ist. Das heißt, mache ich jetzt mal kurz ein Beispiel dazu. Sagen wir mal, ihr habt Bilder in der Hand, die ihr ausgelesen habt aus verschiedenen, keine Ahnung, aus verschiedenen Ordnern oder sowas. Und ihr wollt jetzt nur die Bilder, die auf JPG enden, in die Hand nehmen und mit denen irgendwas machen, weil, keine Ahnung, aus Gründen. Und jetzt macht ihr einfach eine If-Bedingung, ob diese Bilder nämlich auf JPG enden, über zum Beispiel ein Grab oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Geschichten, die ihr schon kennt oder die wir noch machen werden. Und dann wird dieser Code ausgeführt und ansonsten nicht. Das ist ziemlich nützlich offensichtlich. Okay. Fangen wir an. Die Syntax ist folgendermaßen. Ihr schreibt if, dann ein leer und wieder diese, oder was heißt wieder, diese komische eckige Klammer. Achtung, das ist eine eckige Klammer, keine runde. Ich mache das gerade mal hier, falls ich es hinkriege. Nein, ich krieg's nicht hin. Okay, ihr macht hier ein if, dann die eckige Klammer auf und dann könnt ihr hier drin einen Vergleich machen. Zum Beispiel $x ist gleich, also wenn dieses $x gleich 42 ist, dann führe folgenden Code aus. Danach, also hier, Achtung, nur ein ist gleich für die Leute, die aus anderen Programmiersprachen kommen. Nur ein ist gleich, das ist ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise hat man hier immer zwei. Dann wieder die eckige Klammer zu, ein Semikolon hinten dran und dann ein then. Also dann soll dieser Code ausgeführt werden. Dieses Semikolon sagt, hier ist die Expression oder das Ding hier, was man vergleichen möchte, zu Ende. So, normalerweise rückt man hier ein, das mache ich jetzt auch. Muss man aber, glaube ich, nicht. Dann schreiben wir auf die Kommandozeile oder aufs Terminal x ist 42. Kein Semikolon, sorry. Gut, und jetzt möchte ich sagen, das ist zu Ende und dann schreibe ich ein phi unten drunter, quasi ein if umgedreht. Das macht man auch immer mal wieder. Signalisiert mir, von hier bis hier geht mein if. Okay, wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, dass x ist 42 ausgegeben wird. Wenn ich jetzt aber x auf 43 setze und es dann nochmal ausgebe, dann passiert einfach gar nichts. Und das bedeutet, dieser Teil hier innen drin wird komplett einfach übersprungen, wenn ihr hier diese Bedingung nicht auf wahr habt. Naja, überspringen ist nicht unbedingt immer das, was man möchte. Lieber möchte man vielleicht ausgeben, x ist nicht 42. Also brauchen wir hier ein else. Else fängt alle anderen Fälle ab, die ihr nicht behandelt habt oben drüber. Sprich, alle Fälle außer x ist 42. Also wollen wir hier ausgeben und hier braucht ihr kein Semikolon, kein then oder sowas, sondern einfach nur ein else in der Zeile und dann geht's weiter. Echo x is not 42. So, und wenn ich das jetzt wiederum ausführe hier im Terminal, dann kommt x is not 42 raus. Aber wenn ich hier x auf 42 setze, kommt nur x is 42 raus. Das heißt, in dem einen Fall wird hier x is 42 übersprungen, also der Teil von der if. Im anderen Fall wird der Teil von der else übersprungen, also das hier. Und ihr könnt ja natürlich beliebige Sachen reinpacken, also nicht nur Echos, sondern irgendwelche komplizierten Berechnungen oder sonst irgendwas, Funktionsaufrufe, zu denen wir noch kommen werden und so weiter und so fort. All das könnt ihr hier drin machen, mehrere Zeilen logischerweise auch, hier genauso logischerweise dann auch. Okay, jetzt gibt's aber Fälle, da wollt ihr nicht nur überprüfen, ob x 42 ist, sondern ihr wollt unterscheiden, zum Beispiel, ob es ein JPG-Bild ist, ob es ein PNG-Bild ist, ob es ein Bitmap-Bild ist und so weiter und so fort. Und dann braucht ihr hier vielleicht noch eine weitere if. Das heißt, quasi noch eine if unten drunter. Jetzt schreibt man hier aber nicht einfach nur nochmal if, das wird einen Fehler geben, sondern man sagt elif, also else if sozusagen. Entweder ist es das da oben oder wir prüfen jetzt hier diese Bedingung oder falls es nichts von den ganzen Dingern ist, dann hier in den else-Block rein. Und die Syntax ist sehr ähnlich wie hier oben, einfach wieder diese eckigen Klammern und hier rein schreiben wir $x ist gleich 1337. So. Und hinten dran wieder Semikolon und ein then. Dann führe diesen Code hier aus. Echo x is a geek. Zum Beispiel. So. Und wenn ich jetzt hier mein x auf 42 setze, dann kommt x ist 42 raus. Wenn ich jetzt aber x auf, keine Ahnung, 43 setze, dann werden beide Dinger hier übersprungen. Also der Teil für 1337 wird auch übersprungen. Und der Teil für 42 wird auch übersprungen. Wenn ich jetzt aber hier sage 1337, dann kriegen wir hier x is a geek raus. So, jetzt aber Vorsicht, wenn ich jetzt hier eine
Bedingung habe, x ist 42 und ich setze das Teilchen hier auf 42, dann kriege ich nur den oberen Fall abgedeckt. Das heißt, der Teil hier wird auch übersprungen. Also was hier im Prinzip passiert ist, wenn diese Bedingung wahr ist, führe den Teil hinter dem then aus bis zum nächsten. Also nur echo x ist 42 und dann spring ans Ende, also spring zu phi runter. Das heißt, wir überspringen alles, was danach ist. Auch wenn diese Bedingung hier wahr ist, wir überspringen sie trotzdem. Gut, so viel zu Bedingungen und ifs und else ifs. Nächstes Mal schauen wir uns dann vielleicht was anderes an. Mal gucken, was wir sonst noch so machen. Ich glaube, wir kommen schon Richtung Schleifen so langsam. Und da macht es natürlich dann am meisten Sinn. Okay, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.